Die Parade mit Kriegsschiffen zum Tag der Marine nutzte Putin, um dem Westen zu drohen. Als Reaktion auf die für 2026 geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland werde Russland reagieren. Im Falle einer Umsetzung dieser Pläne fühle sich Russland nicht mehr dem Verbot von Mittelstreckenwaffen verpflichtet. An der Parade in Putins Heimatstadt St. Petersburg nahmen auch Kriegsschiffe aus China, Indien und Algerien teil.